Festspielhaus Bayreuth? Ja, Mahlzeit. Frauche, habt ihr noch ein wenig Kettli für die Wochenspiele heute Abend? Ja, haben Sie reserviert? Nur zwei Kettli für mich und meine Frau, weil wir sind gerade zufällig da in Bayreuth und haben halt gedacht, jetzt ist auch wurscht, ne? Ja, haben Sie reserviert? Nee, wir haben gedacht, Sie können reservieren. Nein, also es ist ausverkauft, nicht das ganze Haus. Da geht nichts mehr. Ja, und weiter vorne auch? Ich sagte doch, es ist ausverkauft. Ja, Moment mal, und wann geht's überhaupt los, hä? Ja, um 16 Uhr, aber wie gesagt, wenn Sie keine Karten haben, also... Na, das wird man auch nicht ganz schaffen, weil wir sind vorher noch beim Bruno, der ist Witwe. Aber wenn wir bis um 7:30 kämen, das könnte man schaffen. Ja, was soll das denn für einen Sinn haben, wenn Sie kommen? Na ja, falls jemand früher geht, wenn es ihm nicht gefällt. Ich meine, Wagner, das macht ja nicht jeder. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Das ist vollkommen zwecklos. Aha. Ja, aber ich bin ja schwer beschädigt, ne? Ja, es ist trotzdem ausverkauft. Also, das ist... 20%. Habt ihr da auch eine Ermäßigung? Verstehen Sie nicht. Ich sagte, es ist ausverkauft, seit Jahren schon. Nicht? Da können Sie nicht einfach hier am Nachmittag mal eben Sie vorbei... 20% schwer beschädigt, auch schon seit Jahren. Das ist passiert, das ist interessant vielleicht für Sie, das ist passiert, als ich damals bei dem Neubau, da habe ich so eine schwere Eisentür aufziehen wollen, ich ziehe also an den Griff und jetzt war diese Eisentür aber gar nicht eingehängt, sondern nur an der Wand gelehnt. Und jetzt können Sie sich leicht vorstellen, also was jetzt, dann... Jetzt hören Sie doch auf! Ja, und gerade die Fußnägel, die wachsen seitdem immer nach außen raus und es eitert dann und ist immer recht unappetitlich. Ja, Sie hätten vorbestellen müssen. Naja, also mit dem Vorbestellen, das ist arg schlecht, weil dann bestellt man vor, ne? Ja, und? Ja, und dann hat man am Ende doch gezahlt. Also hier ist alles voll. Ich das... Aha. Ja, aber ich habe sogar einen Ausweis, ne, für die Straßenbahn. Wenn ich komme, muss jeder aufstehen. Ja, aber doch nicht hier in Bayreuth. Hier geht nichts mehr. Moment, Moment. Ne, die Frau hat ja Arthrose. Na ja, also. In beide M. Ja, aber das... Und unser Nachbar, der ist ja auch schwer behindert. Der Dr. Schmalzel sagt zwar, man soll nie aufgeben. Aber er sagt auch, im Grund ist es vergeblich. Naja, aber wie gesagt... Und unser Hündli, die kleine Käsi, die ist ja auch gerade überfahren worden. Ja, aber was hat das denn mit den Wagner-Festspielen zu tun? Naja, weil wir uns ablenken wollt. Welcher denn Schock? Ach, ja, also hier ist jedenfalls alles voll. So, und jetzt entschuldigen Sie bitte, nicht? Guten Tag. Das ist Bayreuth, das ist schon ein wenig elitär, hä?